Gierberechnung der Haustüren und der Haustürseitenteile erfolgt erst einmal natürlich nach Planung. Das bedeutet also, dass die Haustüren, die geplant sind, entsprechend kalkuliert werden. Jetzt ist es so, dass Sie im Haustürbereich, und zwar für die Bauart der Tür, eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Türblättern haben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Bedienung, das heißt also für Beschläge, Griffe und Ähnliches. Fangen wir erstmal damit an, wie tickt dort die Kalkulation, was machen die Branchenmodelle Massiv- und Holzbau, die dort gleich strukturiert sind. Erstens, es ist nicht so, dass die geplante Optik der Haustür dazu führt, dass eine bestimmte Preisklasse der Haustüren gerechnet wird. Hintergrund ist schlicht und ergreifend der, die Anzahl der Varianten, die hier zur Verfügung stehen, sind so umfangreich, dass das jeder für sich selber entscheiden darf, wenn er sich dafür entscheiden würde, die geplante Optik entsprechend zu verwenden. Das Ganze ist möglich, das kann entsprechend umgestellt werden. Wer sagt, das ist für ihn ein Thema, den würde ich ganz einfach bitten, dass er sich dort mit seinem Coach kurz schließt. Die Referenz ganz kurz, auch die sei erwähnt, wären die Balkongeländer. Dort hat man schlicht und ergreifend eins gemacht. Dort hat man sich dafür entschieden, die geplante Optik automatisch in eine Preisgruppe zuzuordnen. Das wäre, wie gesagt, eben auch bei den Eingangstüren möglich. Hier hat man eben aufgrund der Unterschiedlichkeit bei den ganzen Türfüllungen gesagt, man entscheidet sich nicht dafür. Hintergrund ist, in den meisten Baubeschreibungen, so auch in unseren Branchenmodellen, ist in der Regel definiert, dass es sagt, entweder gesagt wird, du kannst dir ein Türblatt aus der Preisgruppe XY auswählen, dort stehen so und so viele in unserer Bemusterung zur Verfügung, oder dass man sagt eben, Türblatt bis zu einem Preis von X Euro. Und aus diesem Grunde hat man halt gesagt, man nimmt es hier nicht aus der geplanten Optik. Was genommen wird aus der Planung ist natürlich erst einmal die Breite und die Höhe der Haustür. Bitte Achtung, das Gleiche gilt natürlich auch hier für die separat steuerbaren Seitenteile. Und das, was wir hier sehen, ist, dass in der Voreinstellung der Sonderausstattung, in der wir uns hier in der Mastercalc befinden, eben geschossweise das voreingestellt worden ist, das voreingestellt wird, was die höchste Wahrscheinlichkeit der Ausführung hat. Und dies ist nun mal im Default, also vorgeblendet, innerhalb des Kenners, der Nebeneingangstür der Preisgruppe 1 und eben in den Geschossen die Haustür der Preisgruppe 1. Wer von Ihnen sagt, ne, die Preisgruppen kann ich oder möchte ich gleich entsprechend durch Preis bis x Euro ersetzen, das kann sowohl hier als natürlich auch auf der Positionsebene beziehungsweise dann in der Ausgabe der Leistungszusammenstellung gemacht werden. Heißt also, allererster Step aus der Planung wird die Haustürgröße übernommen, wird das Vorhandensein der Seitenteile mit der entsprechenden Größe am Anschlag und am Schloss übernommen. Die Bauart der Tür selber oder aber der Türgriffe wird nicht aus der Planung übernommen. Sie stehen zur Verfügung, sie könnten übernommen werden, sie könnten auch automatisch zu Preisgruppen zugeordnet werden. Referenz wäre hier, wie gesagt, das Thema Balkongeländer, wo man sich eben genau für diese andere Vorgehensweise entschieden hat. Das heißt, in der Kalkulation wird durch die Baubeschreibung hier per Voreinstellung entschieden, eine Haustür, die im Keller gesetzt wird, ist im Default eine Nebeneingangstür. Wenn sie in irgendeinem Geschoss sitzt, ist sie eine Haustür. Wir schauen uns das gleich im Detail an. Ebenso kann türweise Chipmechanismus Sicherheitspaket geschaltet werden. Und die Farbe, Sie sehen, dort ist die Standardfarbe voreingestellt. Und dann sehen wir, gibt es noch den Bereich Haustür-Vordach. Und bei Haustür-Vordach sehen wir, hier steht Wert aus Planung. Das heißt also, hier hat man, anders als bei der Haustür gesagt, wir entnehmen nicht nur das Vorhandensein, das heißt also, dass ein Seitenteil geplant ist, aus der Planung und entscheiden dann per Voreinstellung, was das für eine Preisgruppe ist, sondern man hat gesagt, es wird aus der Planung entsprechend übernommen und es gibt Preisgruppen,
Definitionen mit und oben mit Seitenteilen, mit einem und mit zwei Seitenteilen, was automatisch dazu führt, dass wenn Sie sich für irgendeine dieser Vordachvarianten entscheiden, ebenso wie wir das gerade schon mal gesagt haben, für die Varianten mit den Balkonen, dass eben die Art des Vordaches, das hier entsprechend geplant wird, automatisch dazu führt, dass dieses in eine entsprechende Preisgruppe einsortiert wird und entsprechend kalkuliert wird. Hier wird eben gesagt, es wird A aus der Planung übernommen und B, es wird aus der Planung raus entschieden, was für eine Preisgruppe oder welcher Preisgruppe entspricht das, was ich dort entsprechend geplant habe. Das heißt also, Ausführung voreingestellt, Chipmechanismus, Sicherheitspaket, Farbe ebenfalls voreingestellt, das Ganze geschossweise, Haustür, Vordach wird aus der Planung übernommen, Größe entsprechend genauso und es wird aber eben gesagt, dass was geplant wird, einer bestimmten Preisgruppe zugeschlüsselt. Neben Eingangstüren sind eben nur Anführungszeichen Ausführungsvarianten der Haustüren. Das heißt also, Sie sollten, wenn Sie mit Nebeneingangstüren operieren, ebenso wie bei den Haustüren darauf achten, dass wenn Sie wissen, dass eben die Preise für die Haustürblätter bis vielleicht bei einer Nebeneingangstür 600-700 Euro, bei einer Haustür 1200 Euro sind, dass Sie eben nicht die geschwungensten Sonderverglasung in den Türelementen nehmen, sondern dass das Ganze entsprechend eine gewisse Parität hat. Sie wissen, die Ansichten und die 3D, zumindest die Ansichten in jedem Falle, sind Bestandteil der vorvertraglichen oder vertraglichen Baubeschreibung. Dort sollte das Ganze möglichst synchron sein. Schauen wir uns die Berechnung hier nochmal im Detail an. Das heißt also, wir gehen einmal hier aus der Sonderausstattungsvoreinstellung in der Masterkalkulation mit Abbrechen raus, gehen entsprechend hier einmal auf unser Register Berechnung, dort auf den Inhalt der Bauelemente, wählen uns jetzt hier unsere Haustür als erstes aus und sehen, okay, unsere Ausführung Haustür PG1 bis PG3, Nebeneingangstür PG1 bis PG3. Und wenn wir uns das Ganze in der Berechnung kurz anschauen, dann sehen wir zum einen unsere Gruppen für die Haustüren PG1, 2 und 3. Ich mache dort mal einen Doppelklick. Und zum anderen haben wir gesehen, es gibt auch eine ganze Menge Hinweistextmeldungen, die eben dafür da sind, um für die Ausweisung im Angebot in der Leistungszusammenstellung dafür zu sorgen, dass alles sauber beschrieben wird.